Willkommen in meinem täglichen Finanzenergie am 6. August 2017. Wie beeinflusst die kosmische Energie unsere Finanzen für den heutigen Tag? Ein Gespräch, ein Termin oder ein Vertrag kann eine Wichtigkeit sein und es hilft bei den Finanzen. Wichtig ist, dass wir nicht alles offenlegen. Kann auch bedeuten, dass andere spielen nicht mit offenen Karten und dann sollen wir hinter den Kulissen schauen. Oder wenn es um einen Vertrag handelt, das noch genau überprüfen. Dann ist auch wichtig, rechts und links schauen in unserem vertrauten Umgebung. Wo könnte man gut investieren? Wo macht man Gewinn? Man muss nicht große Schritte machen, sondern die kleine Erfolg hilft auch, die Finanzen zum Verbessern. Aber wir sollen darauf achten, dass wir Reserven haben, also nicht alles auf ein Spiel setzen. Wo gute Kontakte haben, weil da bekommen wir Unterstützung oder einen guten Rat oder neue Kundschaft, das ist die Freizeitaktivitäten oder Treffen mit gleichgesinnten Menschen in einem Verein, in Freizeit, im Sport oder in Veranstaltung oder in einer Partei. Wo wir Glück haben, weil das ist eine gute Investition, das ist die Gesundheitswesen oder ein Bereich Heilung, aber auch was mit Ernährung etwas zu tun hat. Mit Ämtern, das kann auch die Finanzamt sein, oder die Banken haben wir Unklarheiten, vielleicht sogar Ungerechtigkeit. Es kommen Ideen von anderen oder Einflüsse von außen und wir denken, oh, das ist eine großartige Idee und ich sage das besser noch gut überlegen, weil es ist vielleicht ein gut gemeinter Rat oder hört sich im ersten Moment als eine gute Idee an, etwas zu investieren, aber das kann zum Verlust führen. Also lieber die eigenen Ideen umsetzen. Das war meine heutige Finanzenergie. Natürlich können wir das maßgeschnitten anfertigen, bezüglich auf die Geburtshoroskop und da freue ich mich natürlich auf solche Nachfrage. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.